Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier, ja, im Keller, in Good Neighbor. Die Besitzerin dieses Kellers ist da drüben, die Bobby. Und wir gehen über den Keller quasi ins Zuhause des Bürgermeisters von... von Good Neighbor und möchten dort gerne den Tresor, den er hortet und beschützt und wo er Essen, Kronkorken etc. gebunkert hat, den möchten wir gerne ausrauben. Jawohl, dazu hier müssen wir jetzt genau die Wand zerbrechen. Ich gehe mal ein Stück auf die Seite, damit ich schön Kabum machen kann. Jawohl. Sehr schön. Ach, das ist effizientes Arbeiten, ne? Lass mich mal durch, meine Damen. Und mein Herr. Boah. Dann sind wir auf der richtigen Spur. Tatsächlich. Gutes Wortspiel. Was? Nein. Gehen wir einfach weiter Richtung Südwesten. Wir müssen eine Stelle finden, an der wir uns aus den Tunneln sprengen können. Was ist ein Dandy Boy Apfel? Das muss einfach eine Sorte sein. Puh, ne? Also, was haben wir hier noch? Brustkorb und Becken. Sehr schön. U-Bahn-Station. Wir wissen das ja aus Horrorfilmen und so. Das ist nie was Feines. Da ich will gar nicht wissen, was da unten schon mittlerweile alles wohnt. Ah, kaum zu glauben, dass ich mit meinem eigenen Relikt aus der Vorkriegszeit reise. Meinst du mich? Das ist aber nicht nett. Ich bin kein Relikt. Ja. Wir werden jetzt auf jeden Fall wieder die Augen offen halten tun. Ein Schädel. Können wir uns dann vielleicht zur Dekoration ein Skelett bauen oder so? Da läuft immer noch eine Mitteilung. Okay. Oh nee. Ah. Deine Gliedmaßen auf, Blue. Wilde Gule. Ja, ja. Wer ist da? Wow, Level up. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Alter. Bist du jetzt gleich mal tot? Boom, 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 boom. Alter, 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 alter. Du lästiger Zapfen, ey. Sind sie hin? Kronkorken und Tafelmesser. Bist du gescheit. Fusionszellen und Plastiklöffel. Haben wir es recht gut überstanden? Ich hoffe doch. HP. Okay, wir sind noch recht voll. Jetzt weiß ich ja nicht, da drüben. Die HP-Anzeige in Prozent, ne? Also die Radioaktivität, ne? Und so weiter. Also passt schon. So, hui. Die Patronen kriegen wir da. Schicke Haarbürste. Oh. Na, sauber. Kronkorken, Golduhr. Babyrassel. Die haben ja Sachen aufbehoben. Was haben wir hier drin? Luca Sherry. Mutterbeere und Bourbon. Hast du auch irgendwas? Nicht, glaube ich, ne? Wilder Ghoul, der hat nix. Spielkugel. Mhm. Boah, ne? Ich mag diesen Affen nicht. Kann ich den kaputt machen? Tatsächlich. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich nicht an die Türen lehnen. Ja, welche Tür? Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob das so schlau ist, hier reinzugehen. Schmutziges Wasser! Was? Wo? Wer? Yes, ist nah! Alter! Hey, ich will auch was erschießen! Ich will dich auch erschießen dürfen! Hey, meine Erfahrungspunkte!
Hier sind wilde Ghule. Ist das verdächtig genug? Kommen die jetzt immer, oder was? Na los. Dann haben sie gerade die Hand weggeschossen, ne? Alter, du, Sonja, ne? Schreckt mir da. Hab schon gedacht, jetzt geht es wieder los. Können wir das knacken? Aha. Nein. 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 Zu ihrer eigenen Sicherheit. Ja. Davon Abstand nehmen, und die Unbegleiter zu manipulieren. Okay. Was haben wir hier? Na, ein bisschen zurück. Jawohl. Lauter tolle Sachen. Gibt's hier sonst noch was? Tür schließen. Hier hinten irgendwas versteckt? Nope. Hier oben? Nein. No smoking. Wir sind Nichtraucher, also ich halt. Ich bin wirklich Nichtraucher. Terminal. Ach so, ich hätte es nicht aufbrechen brauchen. Haha, na toll. Ja. Ja. Lol. Ne? Super gemacht, wieder mal. Super gemacht. Ich bin echt... Nein, natürlich nicht. Ich bin der totale Profi. Ach komm. Hatte ich das schon? Durch. Boah, schau. Trotzdem die Punkte bekommen. Oh, cool. Jawohl. Ist entriegelt, ne? Passt. Und tschüss. Ups. Ja, sie wurscht, haben wir beide Punkte kassiert, ne? Ist auch nicht schlecht. Okay, hier geht's nirgendwo hin. Nein, hier kann man nichts plündern. Das ist so finster, ne? Was haben wir hier? Kochstation. Im Ernst? Das, Bitte Vorsicht beim Einsteigen. Solange du. Wie was? Achso, solange wir im Dingens sind, ne? In dem. Transfer, wird das gehen? Ich meine, wenn ich jetzt da in der Kochstation was reinschmeiß, ist die Frage, ob ich das zu Hause auch verwenden darf. Ich traue mich fast nicht. Wenn das hier drinnen bleibt, keine Ahnung, ob man hier so schnell wieder herkommt. Oder leicht herkommt. Wieso ist da ein Brustkorb und ein Becken drin? Luca-Cola-Automat. Nehmen. Ja. Nach wie vor motiviert, ne? Entsperren, Einsteiger. Okay. Nein. Ha, scheiße. Nein, die Haarspange ist kaputt. So, jetzt aber. Das wär's. Haarklammer, Militärbarett und Todeskrallenklaue. Super. Ey, das ist echt nicht schlecht jetzt gewesen. Na, der gönnt sich da mal ein Getränk, ne? Hast wohl recht. Da hast du recht. Stärk dich ruhig mal. Baseball-Handschuh. Während ich da Knochenarbeit verrichte. Ja, genau. Level up. Ach ja, natürlich. Das, Aluminium-Dose. Ja, ja. Du blödes Mistviech. Da kann man eh nichts machen, ne, bei dem Kerl da. Das sind wieder diese Bomben, ne, diese komischen Affen. Da hat es mich schon einmal zerrissen. Fein, ich glaube, wir haben's. Das heißt, nachdem es hier nicht weitergeht, müssen wir da durch. Das heißt, wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Was haben wir da? Baseball und Baseball-Handschuh. Dandy-Boy-Apfel. Äpfel, so. Was haben wir da? Nuka-Cola-Flasche. Schachtel Zigaretten. Das hört sich an, als ob da draußen schon wieder jemand ist, ne? Blechdose. Was haben wir hier noch? Holzblöcke, okay. Spielzeugauto. Also Ghule scheint es hier keine der Welt zu geben. Wahrscheinlich löse ich sie aus. Denke ich mal. Eine Wodkaflasche. Die Hand bewegt sich. Ich werde das mal speichern. So, ein Momentele. Speichern. Hierhin. Einfach. Warte, mach mal 9. So ist fein.
Bobby, du bist mir da leicht im Weg. Komm, meine Gnädigste. So, dann gehen wir da raus. Hallo. Ja, das war klar. Boom, boom. Bam, 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 bam. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Bam, bam. Nanu? Alter. Alter. Na, ich will dir nicht umschießen. Wa? Alter. Hä? Schlägt mich jemand? Nö, oder? Okay, der ist auch erledigt. Da kommt man so schwer vorbei. Kronkorken, Schrotpatronen, Superkleber. Ich habe ja gewusst, dass ich die auslöse. Ich habe es gewusst. Einkaufskorb, lol. Finde einen Nein. Weg, auf dem wir weiterkommen. Ja, und Einkaufskorb. Richtung Südwesten ist am besten. Richtung Südwesten ist am besten. Bals, was? Blamco Mac and Cheese. Keine Ahnung, was. Keine Ahnung. Was ist das? Warum? Warum dieser Job? Dein Ruf, du bist eine. Keine Hilfe. Und auf mich. Und du kannst dich auf mich verlassen. Ich zähle darauf, dass du uns hier vor dem ganzen Viehzeug beschützt, das uns fressen will. Ja. Und dafür zu sorgen, dass wir uns hier unten nicht verirren, wäre auch nett. Ja. Ich gebe mein Bestes. Versprochen. Spielzeug außerirdischer. Was haben denn die bitte alles eingesteckt? Stärke, Lederrüstung, rechter Arm. Jawohl, verleiht mehr Energie und Schadensresistenz. Je niedriger deine Gesundheit ist, bis zu plus 35. Wow. Und Ofenhandschuh. Kronkorken, schicke Haarbürste. Was haben wir da drin? Red Away und Baseballhandschuh. Hast du auch irgendwas für mich? Nö. Nein, nein. Der streikt. Tafelmesser. Ich will immer Tafelwasser sagen. Kronkorken und Patronen. Da ist wieder so eine Hand. Da wollte ich eigentlich rein. Aber ich sollte mal kurz... Also wir können das natürlich wieder brav speichern, ne? Also, so und okidoki. Und ganz fix und flott mal kurz ins Inventar. Glübschen für die Kleideleindung. Die Lederrüstung. Achso. Wenn ich das jetzt mache, ist die Dingsrüstung weg, ne? Dann muss ich warten. Ich werde warten, natürlich. So, nachladen. Boah, die Pistole, ne? Hat auch schon fast keine Schuss mehr. Tischventilator. Die Pistole. Aha, ja. Da haben wir wieder Blechdose. So. Das hier ist echt. Bot at Dinner. Den Kuchen würde ich nicht anfassen. Kriegen wir das jetzt echt raus? Also, er schafft es eh nicht. Der ist schon so kaputt. Gamma-Patrone. Mhm. Aha. Was haben wir hier? Nuka-Cola, gleich 3 Stück. 4, da ist glaube ich noch eine, ne? Ja, schön. Ja, schön. Da haben wir Geld. Also altes Geld, Kronkorken, halt Kronkorken und Kombischlüssel. Sonst noch was? Da war noch was? Oder? Nein. Der Automat. Zerbrechliche Wand. Na bitte. Wir müssen hier durchkommen, Mel. Kannst mal inzwischen arbeiten, während ich hier noch was... Kaugummi. Spindtür. Okay. Na. So, da ist sonst auch nichts. Hier noch was? Nö. Nobody know. Ach, gekommen. Ah, Zigaretten. Siehst du, fast die Zigaretten übersehen. Pfui. Und da noch eine Aluminiumdose. Wie kann ich nur? Wie kann ich nur? Böse Zocki. Mülleimer hat natürlich nichts drin, das ist ganz logisch. Dann tun wir hier wieder speichern, weil sonst muss ich... Ich weiß genau, ich fehle irgendwann wieder. Ja,
Das ist unvermeidlich und dann muss ich wieder viel zu viel von vorne machen. Da hinten sind Käfer, Babykäfer. Jawohl, ein so ein Babykäfer ist schon mal kaputt. Der nächste hoffentlich gleich. Weh, da ist ein Käfer. Weh, Käfer! Käfer! Hilfe! Käfer, 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 Käfer. Bist du hin? Käfer, 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 Käfer. Wie geht's? Wir sterben. Ja. Noch mehr Käfer? Große Käfer. Große Käfer. Große Käfer. Na, würdest du was anders ausrüsten, meine Gute? Große Käfer. Ekelhafte große Käfer. Ja, nachladen. Nachladen. Na? Wieso? Nimm doch eine andere Puppe. Ja! Hui! Wo bist du? Ist er hin? Von wo schießt denn du noch? Wie schaut's mit meinem Leben aus? Ah je, einmal. Nanu? Geht nicht? Doch, jetzt geht's. Wieso kriege ich jetzt keine Punkte mehr? Frechheit ist sowas. Wirklich wahr. Ich habe ja auch mitgeholfen. Jetzt wird's mal Zeit. Ich werde jetzt mal auf Nahkampf wechseln anfangen. So. Weil mir geht die Muni aus. Ich muss Muni sparen. Für schlechte Zeiten, sage ich mal. So, was haben wir hier? Aluminiumdöschen. Und du hast wahrscheinlich wieder nichts. Nein. Hier drüben irgendwas zu mitnehmen. Ja. Vergoldetes Sturmfeuerzeug. Klebeband. Skalpell. Verstellbarer Schraubenschlüssel. Da ist auch was. Klebeband. Schlosserhammer. Noch irgendwas? Mann, der ist so finster, ne? Ja, da wäre noch was. Warte. Zumindest hat es danach ausgeschaut. Nanu? Oder hat es mich jetzt getäuscht? Muss mich getäuscht haben. Dam, 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 daram, babam. Hier waren wir ja schon, ne? Oh, ruck. Wie schaut's da aus? Leere Farbdose. Da irgendwas Gerümpelmäßiges, was wir brauchen können. Ölkanister, Kompischraumschlüssel, Kaffeetasse. Der Schrank ist somit leer. Da zischt wieder irgendwas. Eine Dose. Da haben wir wieder einen Metalleimer und einen Besen. Ist hier was drin? Skalpell, verstellbarer Schraubenschlüssel. Und da ein Benzinkanister. Ich glaube, da sind wir schon wieder fertig. Tada. So, dann tun wir wieder speichern, weil wir es können. Und weiter geht's. Ja, gesund sind wir eigentlich. Ah, das schaut aber auch nicht besonders gesund aus. Aber in der Tat passiert uns nichts. Dam, di, dam, da, ram, dam, da. Aha. Ich habe versucht, die Sache nicht an die große Glocke zu hängen, Mel. Und ich wollte dich da nicht reinziehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Wir haben doch schon Schlimmeres durchgestanden als das hier. Wir sind ja auch noch nicht fertig, oder? Sehr ermutigend. Sind das da gerade Scheinwerfer? Das Gesicht nicht weg. Aber ihr zwei müsst hier aufpassen, dass ihr keine Strahlen verliert. Das Ding da, das du am Handgelenk trägst, hat einen Geigerzeug. Wow. Oh Gott. Ja, das kann ich schon mal getrost vergessen. Okay. Okay. Warten. Geduld haben. Okay. Was zum Teufel?
Ich habe gesperrt. Toll. Ich komme mit der Muskete komme ich echt weit. Ohne Buffen geht's einfach das Gesicht nicht weg. Aber ihr zwei müsst ihr aufpassen, dass ihr keine Strahlenvergiftung habt. Ja. Welche Möglichkeiten hätte ich denn noch? Schrotflinte wird noch gehen. Die ist leer. Geht nur mit die, ne? So. Das Ding da, das du am Handgelenk trägst, hat einen Geigerzähler. Ich achte einfach auf das Klackern. Ich wollte jetzt nicht völlig den Nerd raushängen lassen, aber der Hitboy von Romco ist echt sehr gut. Was? Das Licht ist mal aus. Alter. Wow. Boah, wer sch... Alter, wieso geht er auf mich? Ey, du Kackviech, ey. Ja, die Schrot ist nicht so gut. Da wäre die... Da ist das Sturmgewehr schon besser. Boah, wenn ich doch nur wüsste. Wenn ich doch nur wüsste, ob man den Schmarrn irgendwie... Mir schmilzt das Gesicht nicht weg. Aber ihr zwei müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht strahlt. So. Ah, falscher Knopf. Boah, ey, ne? Wah, Alter. Jetzt fängt die blöde Kuh spucken an, ne? Boom. Alter, kriegt ihr überhaupt Damage? Ich hasse sowas, echt? Ach komm, scheiße. Ja. Munition ist ein Problem hier. Schmilzt das Gesicht nicht weg. Aber ihr zwei müsst hier aufpassen, dass ihr nicht das da. Die Sonja wäre da halt kaputt, ne? So, nachladen. Richtig was? Ja. Jetzt Damage, also... Da, warte mal, stopp. Kann ich da irgendwas überhaupt Sinnvolles machen? Ein Molotow-Cocktail wäre halt super. Aber ich weiß nie, wie man den wirft. Das geht mir auf die Nerven. Und dann mache ich die anderen nämlich auch noch tot. Aber die Schrot macht halt schön Schaden, wenn ihr was trifft, ne? Pause. Wieder Pause. Jawohl. Das erste Arschloch ist schon mal tot. Das zweite. Wow. Jawohl. Jawohl. Ich bin schon dran. Ich schaff's Maul. Null Chance. Scheiße. Geht Käse, verdammt. Die hat ja zu wenig Wumms drauf, ne? Das kann ja echt nicht sein, dass alles, was ich da habe, einfach zu schlecht ist. Das ist ja, kann ja nicht wahr sein, sowas. Das Gesicht nicht weg. Hey, aber da ihr zwei ist was. Auch. Warum müssen es denn eigentlich überhaupt zwei sein, hm? Reicht's nicht, wenn es nur einer ist. Ach ja, jetzt habe ich natürlich wieder nicht diese blöde Waffe draußen, ne? Nein, habe ich nicht. Komm her, Schrotti. Der anders, kurzläufig, der habe ich hierher gegeben. Passt ja. Großartig.
Ich treffe ja nicht einmal was. Falscher Knopf. So treffe ich was, freilich. Also das treffe ich ihn, lol. Toll. Wo ist jetzt mein Partner? Echt, du bist echt unfassbar. Okay. Das bringt sie gar nichts. Das bringt sie überhaupt nichts. Ja, toll, ne? Na los, lad nach schneller. Dass man halt auch nur zwei Schuss hat, ne? Ja. Sie nimmt ja halt auch nicht das Steam-Paket wie das Heilungsding eben, was ich gerne gehabt hätte. Oh je. Schwer. Nervig. Nervig und schwer. Boy. Das Gesicht nicht weg. Ja. So, wieder diese blöde Waffe ausrüsten. Bitte, komm her. Das stimmt, dass du am Handgelenk trägst. Alter. Du Mistviech. Habe ich jetzt was getroffen? Ich hoffe doch schon. Ja, sicher. Freilich. Ist ja typisch, oder? Würdest du bitte weiter nach hinten laufen, shoppen? Alter, hör auf mich anzuspucken, du ekelhaftes Scheißviech. Hallo, wo sind meine Verbündeten? Einmal, wenn du Hilfe brauchst, ne? Immer dieser Rückstoß, ne? Alter, der trifft immer. Stirb endlich. Jawohl. Der erste ist schon mal erledigt. Moment. Einen neuen Spielstand lege ich an. Schnell laufen. Ich glaube, das Scheißviech. Ist er hin? Wow. Schnell speichern. Aus jetzt. Speichern. So. Speichern. Alter. Na, was tut denn das so komisch? So. Wo ist der jetzt verreckt? Kackviech. Dann kriegst du nur ein blödes Fleisch, ne? Direkt hinter dir. Ja, danke. Essen? Wie wär's mit Essen? Hilfsmittelchen, würde ich sagen, Essen. Okay, das ist... Passt. Radioaktiv verseucht sind wir nicht mehr. Das können wir... Wird schon passen. Ach so, jetzt nimmt das. Okay, ich dachte, das geht nicht.
Speichern tun. Noch einmal. Kilometer sparen. Boah, das ist ganz schön abenteuerlich, ne? Sowas. Haben wir denn jetzt bitte unsere selige und ewige Ruhe, Frieden? Was haben wir hier? Experte. Ja, das geht noch nicht. Für später. Leuchtender Pilz. Was haben wir da? Oh, warte. Ich glaube nicht, dass wir sonderlich hübsche Gula abgeben. Ja. Da spielt irgendwas radioaktiv. So, da hinten, nachdem diese Viecher waren. Boah. Müsste es. Vielleicht gibt es da ja was, ne? Auf jeden Fall gibt es hier leuchtende Pilze. Die machen sich sicher super in einer Pfanne. Bam, 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 bam. Es zeigt mir nichts Radioaktives an, aber trotzdem kriege ich Vollgas Strahlung ab. So ein Dreck. So, hier scheint ein Lager zu sein. Oder so. Ah, da geht's weiter, verstehe. Was haben wir hier denn noch? Klebeband, Kombischlüssel, Schraubenschlüssel. Dann hier. Steampack und Blutpaket. Schaufel, Zahnpasta, Gwinnett Brew, Flasche oder Brew. So, ne? Irgendwie. Dinnergabel. Mein Englisch ist so schlecht. Ich freue mich. Lala. So. Aber das ist meine Wurst. So, dann haben wir hier Hammer und weiter geht's. Puh, ne? Trotzdem speichern. Ja, ich bin jetzt doch ein bisschen übervorsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Schaut schon wieder aus, als ob jemand wohnen wird. Da ist wieder irgendein finsteres Loch. Ah nein, da wohnt niemand, oder? Ah! Ernsthaft? Nah dran. Es gibt eine Brauerei in der Nähe unseres Tresorraums. Das hier muss der Keller der Brauerei sein. Eine Brauerei? Wirklich? Hm? Mel, nein. Mann, war doch nur Spaß. Okay. Dann nehmen wir hier mal alles mit. Mikroskop, okay. Bier nehmen wir mit. Oh, schau, das Terminal geht. Mal schauen, vielleicht gibt es irgendwelche Einträge. Willkommen bei Termlink von Robco Industries, TM. Sicherheits... Ach so, nur ein Türenregler. Na gut, Tür öffnen bitte. Alles klärchen, die Tür wurde geöffnet. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Ist jetzt nur die Tür da offen. Quasi haben wir jetzt dann wieder zum Rausgehen. Laborstation. Ach, diese Bauerrüstung. Wenn ich die jetzt ausziehe, dann ist sie wahrscheinlich ohne Saft und Strom. Ich fürchten tun. Zumindest ich. Weißt was? Ich tue da mal so. So speichern tun. So und so. Und tue es mal probieren. Ja, wenn ich jetzt noch weiß, wie das ging. Oh, hoppla. Nein, so wollte ich das nicht. Warte. Jaha, wie ging das noch gleich? Ach, Käse. Bin hier gewesen. Och, ich hab's wieder vergessen. Ich hab's wieder erfolgreich geschafft, es zu vergessen. Oh, hoppla. Nein. Nanu? Nein. Scheiße. Aber wieder vollkommen erfolgreich vergessen, wie das ging. Transfer geht. Bauerrüstung nicht. Sonst die Bauerrüstung trägst. Ja, ich weiß doch. Wenn ich doch vergessen habe, wie das ging. Ich habe es irgendwann auch mal geschafft gehabt, rauszukommen. Aber wie gesagt, komplett vergessen, wie das ging. Da sind nur die Inventarplätze.
Ärgerlich. Nein. 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 Ja. So geht's mir, ne? So geht es mir. Sag einmal, wie schön, wieder unterwegs zu sein. Hier draußen schneidet man sich weniger oft an Papier. Ja. Wie konnte ich denn dann nochmal schnell aussteigen? Ich glaube, das ging nur bei so einem... In der Nähe bei so einem Dingensstand, ne? Was? Käfer. Zombies. Also Ghule. Ekelhaft. Mehr Mistviech. Jawohl. Jawohl. Da kommt noch wer, da kommt noch wer. Alter, Mistviech. Wow, da unten noch einer. Wo ist er hin? Was bist denn du für einer? Verwesender Leuchtender. Sag einmal. Wow. Mama mia. Das ist wieder einer, der zu stark ist. Ja, war klar. Alter, ist der stark. Kann ich vor dem weglaufen? Ich fürchte nicht, ne? Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Alter, wo läufst du denn hin? Alter Schwede. Was? Ist er hin? Nö. Lad nach nochmal. Nein, meine Punkte. Scheiße. Oder vielleicht haben sie doch gezählt und ich sehe es nur in der Rüstung nicht. Das wäre noch, das wäre halt super. Boah, du Kackviech, ne? Was ist da? Da liegt irgendwas. Was ist da noch gewesen? Halt, langsam. Spielzeugauto. Es ist schon spannend, hin und wieder. Muss man schon sagen. Boy. Na dann. Eine Dinnergabel, eine Dose. Maulwurfsrattenzähne. Na, großartig. Provisorische Batterie. Industrieller Ölkanister. Hallo? Ist hier jemand? Oh, ein Terminal. Und, aha, ja gut, dann dechiffrieren wir wieder mal. Also dechiffrieren, ja, das Ding eben suchen, das Passwort. Sanctum. Das ist wahrscheinlich wieder zu einfach. Englisch. Ja. Cool. Sieh? Oh, schau. Nicht schlecht. Und so, ja, bitte öffnen. Fein. Und geöffnet, sehr fein. Na, rennt mir doch nicht alles so im... vor die Füße. So, Gresenk. Ein Radio. La, la, la. Eine Aluminiumdose. Ist da irgendwas drin? Nö. Patronen, Splittergranaten, Impro, Revolvergewehr. Was haben wir da? Patronen, 16 Stück. Und im Schrank ist nichts. Das war's, oder wie? Da unterhalb ist auch jemand. Da wollte sich jemand verkriechen, scheinbar verstecken. Und ja, das ist nicht gut gegangen. Nein, nein.
Gut, dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Puh. Irgendwie habe ich mir da jetzt gerade mehr erwartet. Hoffentlich übersehe ich da nichts. Aber es schaut nicht so aus, dass da irgendwie... Jo. Ist halt so. Was haben wir da drüben noch? Ist hier noch irgendwas? Netz... Relais-Spule heißt das, ne? Denke ich mal. Ich bin technisch sehr versiert. Ich kenne mich immer so... Oh! Mama. Legendärer Bierschacht mit Sternchen. Wow. Alter Schwede. Ja, ich glaube, Kaching hat's gemacht. Das heißt, des Märtyrers. Lederrüstung linkes Bein. Verlangsamt im Kampf vorübergehend die Zeit, wenn du 20% oder weniger Gesundheit hast. Okay. Kronkorken, Tafel. Tafellöffel. I. Bleib liegen. Puh. Egal, wo ich da hingehe, ne? Überall ist irgendwie, geht die Post ab. Kronkorken, Kaffeetasse. Ist hier noch was drin? Glaub nicht. Jedenfalls ist wieder ein Speichern wert. Oh, der Part ist auch zu Ende. Na gut, ihr Lieben. Wir schauen uns dann hier im nächsten Part wieder ein bisschen mehr um, weiter um. Ich glaube, da oben geht's weiter. Ich muss da unten noch ein bisschen, glaube ich, schauen, ob ich wohl nichts übersehen habe. Jedenfalls, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!